Martin Petkov, zurzeit Kapitän des TSV Leoben. Bin 32 Jahre alt und spiele im zentralen Mittelfeld. Ja, insgesamt bin ich schon 25 Jahre beim Verein mit einer zweijährigen Unterbrechung, aber ich freue mich noch auf weitere Jahre. Also Lieblingsverein auf alle Fälle Bayern München und fußballerisches Vorbild, der spielt leider nicht mehr, das war der Ronaldinho. Genau, da geht es um die Geschichte mit mir und Mario Pichler. Wirklich eine sehr interessante Geschichte. Wenn es mich nicht täuscht, haben wir 2006 gemeinsam hier im Monteschlager Fußball gespielt. Danach haben sie die Wege leider getrennt und 15 Jahre später haben wir uns jetzt wieder hier getroffen. Er im Vorstand, ich als aktiver Fußballspieler. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Zeit mit ihm. Wir haben sehr viel vor und hoffe, dass wir einige Erfolge gemeinsam feiern können. Ja, ich sehe das eigentlich sehr positiv. Wenn man sich das anschaut, es sind so viele neue Gesichter, vom Projektleiter der Jugend bis hin über einen sportlichen Leiter bis hin zum Trainer, Vorstand. Also es ist alles neu, kann man sagen. Und man merkt, dass die Leute sehr euphorisch sind und ist Feuer am Monteschlacco wieder zum Brennen anfängt. Also 2028, wenn ich jetzt noch vorrechne, bin ich dann ca. 39 Jahre. Das ist mir schon klar, dass ich dann wahrscheinlich nicht mehr aktiver Fußballer sein werde. Aber ich werde versuchen, bis dorthin meinen Beitrag zu leisten, ob es jetzt als Fußballer ist oder andere Tätigkeiten. Also ganz wichtig ist es einfach nicht, den Spaß am Fußball zu verlieren. Das ist nämlich das Wichtigste. Und der zweite Punkt ist auch ganz wichtig, meiner Meinung nach, nämlich die Disziplin und der Ehrgeiz. Die dürfen natürlich nicht verloren gehen. Ja, also ich stehe jetzt im leeren Stadion, wenn ich mir so die Tribünen anschaue, die sind wirklich leer, das taugt mir eigentlich nicht so. Ich freue mich schon, wenn es wieder losgeht, wenn sie die Ränge wieder füllen, ein bisschen eine Stimmung auftaucht. Und ja, bis dorthin wünsche ich euch alles Gute, gesund bleiben. Und wir sehen uns hoffentlich bald. Euer Martin. Ciao.